Herr Klingbeil, Sie sind hier als Gesprächsgast auch bei der Sepp Herberger Stiftung. Was bedeutet Ihnen diese Stiftung und auch diese Preisverleihung heute Abend persönlich? Ich bin vor knapp 2 Jahren gefragt worden, ob ich Mitglied im Kuratorium der Herberger Stiftung werden will. Da habe ich gerne Ja gesagt. Ich bin überzeugt davon, dass Sepp Herberger nicht nur auf dem Platz eine entscheidende Rolle gespielt hat, sondern auch sein soziales Engagement. Und ich finde, das ist wichtig, dass dieses Engagement weiterlebt, dass es hochgehalten wird und dass der Fußball auch dafür steht. Das soziale Engagement oder auch die integrative Kraft des Fußballs wird hier ja auch herausgestellt. Wie passt das alles zusammen und auch die Hoffnung, dass man mit dem Fußball sehr viele gute Dinge bewirkt, wenn man dann eine Fußball-Weltmeisterschaft nach Katar vergibt? Der Fußball hat eine unfassbare Macht und dessen muss er sich bewusst sein. Es darf nicht nur um den Sport gehen, es darf nicht nur um Profit gehen, es darf nicht nur um Gewinne gehen, sondern Fußball muss auch deutlich machen, dass man gesellschaftlich etwas verändern will. Deswegen bin ich dankbar, dass es immer mehr Spieler gibt, die sich gesellschaftspolitisch engagieren. Aber es ist auch meine Erwartung an die Vereine, an den DFB, dass man eben nicht nur nach Katar fährt, um dort eine Weltmeisterschaft zu spielen, sondern dass man auch laut und deutlich sagt, welche Missstände es in dem Land gibt, was sich dort verändern muss, dass man den Finger in die Wunde legt und ganz klar auch sagt, was man erwartet. Und deswegen ist auch wichtig, was neben dem Platz passiert. Und das ist die Erwartung, die ich an die Nationalmannschaft, aber auch an den DFB habe. Da gab es jetzt ja gerade einen Austausch mit Amnesty International, mit den Human Rights Watch und der deutschen Fußballnationalmannschaft. Das soll weitergehen. Philipp Lahm hat nun auch im Interview mit uns eben gesagt, dass die WM niemals hätte nach Katar vergeben werden dürfen. Welche Möglichkeiten sehen Sie denn, um dem Nachdruck zu verleihen? Also auch ich teile das. Man hätte diese Weltmeisterschaft niemals nach Katar geben dürfen, aber sie ist jetzt da. Und ich finde, jetzt muss man diese Bühne, die die WM gibt, auch nutzen, um ihm deutlich zu machen, was in dem Land alles nicht gut läuft und was anders laufen muss. Und das muss man laut und deutlich sagen. Und die Frage ist ja, ob man für zukünftige Vergaben, ob man sich dann nicht auch andere Kriterien überlegen kann. Politische Botschaften in den heutigen Zeiten sind ja nicht ungewöhnlich und vor allem auch das Verhältnis zwischen Sport und Politik, zum Beispiel im Falle des Ukraine-Kriegs, wo jetzt die FIFA klar sich positioniert hat, die russischen Mannschaften ausgeschlossen hat. Sehen Sie überhaupt eine Möglichkeit oder unter welchen Bedingungen sehen Sie eine Möglichkeit, dass man hier wieder integrativ überhaupt mit diesen Mitteln wieder ja, es möglich macht, dass russische Teams wieder dabei sein dürfen? Also auch dieser WM-Ausschluss, wie bewerten Sie das? Es ist gerade wahnsinnig schwierig, weil wir natürlich in einer Situation sind, in der Putin diesen brutalen Angriffskrieg gestartet hat. Putin nimmt sein Land in Geiselhaft dafür. Ich kenne viele Menschen aus Russland, auch hier in Deutschland, die alles andere als dahinter stehen, die das kritisch sehen, die sich davon distanzieren. Aber Putin steht an der Spitze dieses Landes und insofern ist es richtig, dass man jetzt auch diese Schritte geht. Ich erwarte, dass dieser Krieg das Ende von Wladimir Putin ist. Er hat sich völlig verrannt, er hat sich verkalkuliert. Und jetzt liegt es natürlich an den Russinnen und Russen auch dafür zu sorgen, dass Putin mitbekommt, dass das Land nicht hinter ihm steht. Und wenn dieser Krieg vorbei ist und wenn in Russland andere Verhältnisse sind, dann müssen wir auch die Hand wieder ausstrecken. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es wahnsinnig schwierig. Abschließend vielleicht nochmal die Frage, in Zeiten dieses Krieges, welche Rolle spielte oder kann der Sport, kann der Fußball spielen für die Bevölkerung hier, aber auch mit Blick auf die Gesamtgesellschaft? Erstmal fand ich es gut, dass wir in den letzten Wochen auch gesehen haben, dass sich die Vereine solidarisch gezeigt haben, dass sie beispielsweise auch an die Menschen in der Ukraine gedacht haben, dort erinnert haben. Und ich finde es richtig, wenn Fußballer sich dort auch positionieren und deutlich machen, dass sie gegen den Krieg stehen, dass sie gesellschaftliche Veränderungen wollen, dass sie auch aufrufen zu Frieden. Das sind alles Dinge, wo ich finde, ein Fußballer ist mehr als der Spieler auf dem Platz, sondern er ist Vorbild, er ist eine gesellschaftliche Person, er ist jemand, zu dem tausende junge Menschen ja auch aufschauen. Und da Vorbild zu sein, ist wirklich richtig. Und ich bin allen Spielern dankbar, die das tun. Ein Blick vielleicht noch auf die Saarlandwahl abschließend. Die SPD hat einen großen Erfolg gefeiert an diesem Sonntag. Wie wichtig ist diese Weichenstellung jetzt gewesen aus Ihrer Sicht? War ein toller Wahlerfolg. Wir waren sehr glücklich gestern, heute auch im Präsidium. Anke Rehlinger war da, war hier in Berlin. Wir haben uns mit ihr gefreut und das ist ein guter Auftakt für ein Wahljahr. Wir haben 4 Landtagswahlen. Wir wollen in Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein jetzt auch gewinnen, wollen dort künftig den Ministerpräsidenten stellen. In Niedersachsen mit Stefan Weil einen sozialdemokratischen, erfolgreichen Ministerpräsidenten halten. Aber das wäre ein guter Auftakt für das Wahljahr 2022. Herr Klingbeil, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, danke.